Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Simul 4, der Danny Spitters leere Rohre. Ja, wir wollen heute mal, hallo, heute haben wir die Aufgabe, diesen PBZ-Personenzug für besondere Zwecke nach Rosenheim zu bringen. Mehrere Wagen dieses Zugverbands haben defekte Bremsen. Seien Sie also vorsichtig. Wir werden eine weitere defekte Lokomotive in Traunstein abholen. Rechnen Sie also damit, dass wir dort umkehren werden. Ja, und damit wünsche ich nochmal, wie gesagt, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4 mit mir zusammen. Ich bin der Danny, spielt das hier auf dem PC. Ja, wir werden heute, wie gesagt, eins der drei mitgelieferten Szenarien, die mitgeliefert wurden mit diesem Fahrzeug-DLC für die Lokomotive BR101 Expert, fahren. Da gibt es, wie gesagt, drei Szenarien und dies ist das zweite und schwerste. Leere Rohre. Wir werden diesen PBZ bis nach Rosenheim bringen und unsere Fahrzeuge sind teilweise defekt und werden auch noch in Traunstein an einen weiteren Zug ankoppeln. Und ja, ich habe das gerade schon mal probiert, allerdings mit Störungssimulation. Ist nicht so gut gewesen. Wir hatten dann nachher keine Scheinwischer mehr und solche Dinge. Deswegen lasse ich diesmal die Störungssimulation inaktiv. Solltet ihr bei solchen Szenarien auch machen, wenn ihr die Szenarien erfolgreich abschließen wollt, weil es kann da wirklich zu führen, dass ihr das Szenario abbrechen müsst. Teilweise hatte ich keinen Hauptschalter mehr und solche Dinge und das sind wirklich Sachen, die schwerwiegend sind, vor allem wenn ihr nicht wisst, wie das zu beheben ist, das wird teilweise auch gar nicht vorgeschlagen, wie das zu beheben ist. Zumindest nicht das mit den Scheibenwischern. Und bei dem Wetter, ihr seht ja, es regnet, dann habt ihr echt ein Problem. Deswegen lasse ich das diesmal inaktiv. Wir werden uns einfach um dieses Szenario kümmern, was an sich schon schwer genug ist. Das hat die volle Schwierigkeitsstufe. Geht ungefähr eine Stunde, etwas mehr. Und wir werden uns da erstmal so drum kümmern. Wir werden jetzt zu unserem Zug gehen, den aufrüsten und dann uns auf den Weg nach Traunstein machen. Ja, würde ich sagen, beginnen wir das Ganze. Wie gesagt, das ist das zweite von drei Szenarien, von den drei mitgelieferten Szenarien mit der Lokomotive BR101 Expert. Wir werden eine weitere defekte Lokomotive in Traunstein abholen. Rechnen Sie also damit, dass wir dort umkehren werden. Ja, dann werden wir uns mal dahin begeben zu unserem Arbeitsgerät. Wir müssen uns vergewissern, dass wir hier nicht überfahren werden. Der RE da vorne steht noch, das heißt, wir können hier ruhig rüberlaufen und in unsere 101 einsteigen. So, dann müssen wir uns auf unseren Sitz setzen, damit es auch weitergeht. Setzen Sie den Richtungsschalthebel ein, das tun wir. Den müssen wir natürlich auf neutral setzen. Dann sollen wir den Bremsschlüssel auf einstellen, macht Sinn. Stellen Sie die Spitzensignale auf Zugspitzensignale, das können wir im Stand machen, weil wir eh noch die Zugdaten eingeben müssen. Genau. Stellen Sie die RA auf 9, 12, 24 und Höchstgeschwindigkeit 120 ein. Das machen wir. 9 ist bereits vorgewählt, 12, 24, also die Meter, 240 Meter lang und 120 an Höchstgeschwindigkeit. Das sollen wir dann noch senden. Ziel erfüllt. Traunstein sollen wir hinfahren. Vorher geben wir aber natürlich noch die Zugnummer hier ein in unser GSMR. Und zwar machen wir das mit der Taste 9, mit der Taste 1. Geben wir die Zugdaten. Fantasiezug 19, 25, 3. Drücken auf E und drücken auf die Taste 5. Dann werden wir angemeldet. Das gleiche machen wir hier. Ne, das ist falsch. Da geben wir auch die Zugnummer ein, unsere Fantasiezugnummer. So, und dann drücken wir auf Zug übernehmen. Wunderbar. Dann drücken wir auf Dunkel. Und dann können wir einmal hier hingehen. Und dann sehen wir, dass wir keine Störung haben. Zwangsbremsung unter unbekannter Ursache. Das war wohl der Kollege vor mir. Das haben wir nichts mit zu tun. Und dann können wir jetzt einmal hier drauf gehen und dann sehen wir, dass die Störungssimulation inaktiv ist. Das solltet ihr, wie gesagt, bei Szenarien auch machen. Ist auf jeden Fall besser. So, dann würde ich sagen, sind wir abfahrbereit? Ach nee, gar nicht. Stimmt, wir haben die AFB noch gar nicht eingestellt.
und den Hauptschalter auf neutral, auf vorwärts, damit wir die Abwehr auch einstellen können. Sonst kommen wir überhaupt nicht vom Fleck. So, jetzt aber auf geht's. Nächster Halt, Traunstein. Auf geht's. Also befreien. Dann schauen wir uns unseren PBZ mal an. Also zwei IC-Wagen, drei sogar hintereinander. Dann kommt ein Dosto. Dann kommen wieder zwei IC-Wagen. Wenn ich richtig sehe, also richtig sehe, sogar mit Steuerwagen in umgekehrter Richtung gedreht. Umgekehrt, ja, Steuerwagen. Sogar mit Schlussleuchten, habt ihr das gesehen? Und zum Schluss zwei Dostos ohne Steuerwagen. Auch mal nice. Das mal so zu sehen. Hat man ja auch nicht alle Tage beim TSW. Ja, das ist unser Personenzug für besondere Zwecke. Also kurz PBZ. So, dann können wir das hier aber auch wieder auf genau. Ach, die Zugsammelmaschine haben wir noch gar nicht, um Gottes Willen. So, Zugsammelschiene heißt das, habe ich mir sagen lassen. Nicht Zugsammelmaschine, sondern Zugsammelschiene. Kurz ZS. So, wir dürfen 120 maximal. Die haben wir ja gerade eingegeben bei den Zugdaten, dass wir eine Höchstgeschwindigkeit von 120 haben. Dementsprechend dürfen wir die natürlich nur fahren, egal was die Streckengeschwindigkeit sagt. Sind hier übrigens auf der Strecke Rosenheim-Salzburg unterwegs. Alle drei Szenarien finden auf dieser Strecke statt. Also ich hatte vorhin den Chaos-Faktor auf 88, also das war schon echt alter Schwede. Da brauchst du Nerven. Da kommen nacheinander so viele Störungen rein, du hast keine Chance, das Szenario zu beenden. Absolut nicht. Als erstes sind mir die Scheibenwischer ausgefallen, ziemlich schnell sogar. Dann war irgendwas mit dem Zulüfter, beziehungsweise mit dem Ventilator irgendwas, irgendeine Störung. Also ich kriegte die Sicherung für die Scheibenwischer auch nicht mehr reingedrückt. Also die sprang immer wieder raus. Dann hatte ich auf einmal keinen Hauptschalter mehr. Beziehungsweise die Lok ist komplett ausgegangen. Das ließ sich Gott sei Dank wieder beheben. Aber das mit den Scheibenwischern, ich habe nichts mehr gesehen. Also das war echt übel. Also wenn ihr die mal mit der Störungssimulation aktiv fahren wollt und das in ziemlich hoher, im hohen Bereich, dann macht das am besten, wenn ihr trockenes Wetter habt. Weil wenn euch die Scheibenwischer ausfallen, das ist echt übel. Vor allem, wenn ihr dann die Störung nicht mehr beheben könnt. Das Wetter kann man ja einstellen. Also wenn ihr das gerne machen wollt, dann macht das, wie gesagt, nicht bei solchen Bedingungen. Und da ihr ja bei solchen Szenarien die das Wetter nicht einstellen könnt, nicht beeinflussen könnt, da solltet ihr das dann lassen. Macht das, wenn ihr eine freie Fahrt macht, beziehungsweise eine Fahrplanfahrt, dann könnt ihr das gerne machen. Bei trockenen Bedingungen stellt das Wetter auf trocken und dann könnt ihr das machen. Dann könnt ihr ja mal schauen, inwieweit ihr euch mit den Störungen auskennt, beziehungsweise inwieweit ihr die Störungen dann wieder beheben könnt. Dann könnt ihr auch gerne 100% einstellen bei dem Chaos-Faktor. Dann könnt ihr euch gerne mal daran versuchen. Ich glaube, ich mache das auch mal. Ein Szenario davon, Video davon, wie das sich so verhält mit den Störungssimulationen auf 100% und wie man sich dann da verhalten muss, beziehungsweise wie sich der Zug dann verhält.
beziehungsweise die Lok, wie man dann halt versucht es, die Fehler dann auch zu beheben, wie weit man sie da auch behoben bekommt von hier von der Lok aus. Oder ob da nicht irgendwann eine Schlepplok kommen muss und den ganzen Zug abschleppen muss, das ist alles möglich. Es ist, wie gesagt, so real wie nur irgend möglich gemacht worden hier mit der Expert-Version und ja. Dann kann man mal wirklich sehen, ob man das wieder hinbekommt oder eben nicht. Oh, 110, da sollten wir. So. Ich wollte das Video, ich habe, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angefangen, auch mit Aufnahme. Und dann habe ich die Steuerungssimulation auf 88 gestellt. Das war das totale Chaos. Und da waren schon eine halbe Stunde weg, ehe ich überhaupt hier mal weiter war. Ich hatte noch 12 Kilometer bis Traunstein, hatte schon eine halbe Stunde auf der Uhr an Aufnahme. Das wollte ich euch nicht geben, also absolut nicht. Das Szenario geht schon so lange und das muss nicht sein. Dann bin ich lieber noch mal von vorne angefangen. Und dieses Mal ganz ohne Störungssimulation. Weil wie gesagt, da ist ziemlich viel zusammengekommen. So, unsere Aufgaben bestehen heute darin, an Traunstein einen Zug anzukuppeln, haben wir ja schon gelesen. Dann sollen wir hier die sämtliche Daten und so weiter wieder eingeben. Ihr seht das. Bremsprobe in all den ganzen Kladderadatsch. Dann haben wir eine defekte Lokomotive, da sollen wir wieder ankoppeln. Stress des Zuges ankoppeln. Dann haben wir wieder neue Zugdaten, die wir eingeben müssen. Und dann fahren wir noch weiter bis nach Rosenheim. Also, da kommt einiges noch auf uns zu. Und selbst als ich ich habe dann hinterher die Störungssimulation wieder auf inaktiv gestellt. Da ist die Lok wieder abgeschmiert, die musste ich dann wieder neu starten. Aber die Scheibenwischer ließen sich nicht mehr, die haben nicht mehr reagiert. Obwohl ja die Simulation aus war, die Sicherung wieder drin. Die Scheibenwischer wollten nicht mehr. Und das war dann für mich auch der Punkt, wo ich sagte, nee, das hat nichts mehr auf dem Nacken, da jetzt weiterzufahren. So völlig blind, ohne irgendwas zu sehen, das macht einfach keinen Sinn. Vor allem, ich hätte mit der Lok ja noch weiterfahren müssen. Und bis nach Rosenheim und das macht alles keinen Sinn irgendwie, finde ich. Noch 13 Kilometer bis Traunstein. Also wie gesagt, bis hier ungefähr war ich gekommen.
Hier ungefähr in der Kurve hier habe ich gestoppt, weil überhaupt nichts mehr lief und ja, habe das dann auch beendet. Und da hatte ich schon 28 Minuten auf der Uhr. Wir haben jetzt gerade mal 15 Minuten. Also ihr seht, eine ganze Viertelstunde hat mich das Ganze gekostet, das alles irgendwie zu versuchen zu beheben. Und da wäre das ganze Video, das ganze Szenario einfach zu lange gegangen. Aber das geht so schon lange noch, finde ich. So, es dürfen gleich immerhin wieder 110 und dann 130. Ne, dürfen wir ja eben nicht. Wir dürfen ja nur 120. Stimmt. Haben wir ja eingegeben. 120 Höchstgeschwindigkeit an Zugdaten. Stimmt, wir dürfen nur 120. Maximal. Das erste Szenario heißt, glaube ich, verschwitzte Hände. Das Szenario, das zweite hier, was wir jetzt fahren, heißt, habt ihr ja gelesen, leere Rohre. Und das dritte Szenario fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Das war auch noch so ein Szenario, wo einiges passiert. Aber das ist hier das Schwerste, das Anspruchsvollste. Von der Schwierigkeit her hat das einen vollen Balken. Und die anderen beiden sind gelb. Also, bis auf, ich glaube, das hat. Bis auf einen auch volle Balken, also einen beide nicht voll die Balken. Ja. Ich weiß jetzt, komme ich nicht auf den Namen von dem dritten Szenario. Können wir nachher gerne mal eben schauen. So, 120 Höchstgeschwindigkeit. Oder was heißt Höchstgeschwindigkeit? Die Lok darf selbstverständlich mehr an Höchstgeschwindigkeit, 200 km/h. Aber natürlich dürfen wir hier eine maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120. Ich glaube, so ist es richtig ausgedrückt. Nicht eine bauartbedingte größte zulässige Geschwindigkeit, beziehungsweise, sondern eine maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Zugartbedingt kann man das auch sagen, glaube ich. Ich glaube, das ist noch besser ausgedrückt. Zugartbedingt. Wir haben zwar eine Zugart von O, beziehungsweise PZB-Art O, aber wir dürfen aufgrund der Zugart, beziehungsweise des Zuges, den wir ja hier fahren und ziehen, nicht schneller als 120 fahren. Es gibt eine Streckengeschwindigkeit herrscht hier von eine ganz ruhig. Es herrscht hier eine Streckengeschwindigkeit von maximal 160 km/h. Unsere Lok, nur die reine Lokomotive, darf eine oder hat eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h, beziehungsweise eine größte zulässige, wenn sie im Personendienst unterwegs ist, also sprich, wenn sie Waggons hinter sich hat. Hat sie eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h, fährt sie solo, also ohne Wagen hinten dran, darf sie, glaube ich, hat sie eine maximale Höchstgeschwindigkeit, also bauartbedingt, von 220 km/h. Und fahren wir so wie jetzt einen PBZ oder einen Güterzug, dürfen wir je Güterzug, glaube ich, nur 100, 120 oder 110 oder sowas in der Art. Und wir dürfen jetzt laut mit unserem Zug, den wir uns hinter uns herziehen, nur 120 fahren. Zugartbedingt. Ich glaube, ungefähr so habe ich es richtig ausgedrückt. Ihr könnt mich aber sehr gerne berichtigen in den Kommentaren.
So, dann bin ich mal gespannt, wie das gleich alles abläuft in Traunstein. So 90, 70, 60, das sind jetzt so die nächsten Geschwindigkeitsbeschränkungen für uns. Da vorne dürfen wir quittieren. Das wird eh unter 85 sein, und von daher passt das schon ganz gut, was wir hier machen. Sollten wir auch 80 eingeben. Das wäre schnell, sonst haben wir nämlich gleich ein Problem. Ich hatte ja 90 noch, stimmt. Ich hatte ja noch 90 AFB-bedingt eingegeben. Aber wir müssen laut PCB unter 85 sein. Nein, 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 nein. So, es kommt die sogenannte Bremskurve hier. So. Bahnsteig 5 müssen wir auf jeden Fall erstmal anhalten. Was ist denn jetzt los hier? So. Ganz ruhig. Ja, wir haben noch ein paar Meter. Dann tun wir, fahren wir die auch noch. Ganz ruhig, wie gerade auf eine Taste gekommen, die unsere Perspektive geändert hat. Warten Sie einen Moment, das tun wir. Bin gespannt, an welche Lokomotive wir jetzt ankoppeln müssen. Ich sehe nämlich keine hier.
jetzt hier irgendwie unmittelbar rumsteht. Wir sind in Traunstein angekommen. Bitten Sie das Stellwerk, um die Lokomotive abholen zu lassen. Alles klar. Dann sprechen wir mal mit dem Betriebswerk bzw. Stellwerk. Komm, geh weg, Schrift. Keine Strecke verfügbar. Fahrzeuge abkoppeln. Hä? Sind wir raus? So, sollen wir nach Traunstein Süd fahren? Gut, dann tun wir das ohne die Wagen. Ist klar. So, lösen wir die Bremse. Befreien uns. So. So, noch ein paar Meter. Wenn schon den Weichenbereich verlassen. Ach, da vorne ist das schon markiert, oder? Ach, sehr schön, gut. Dann können wir da anhalten. Meter sind doch schon doch noch zu weit weg. So, stellen Sie das Führerbremsventil auf Vollbremsung. Stellen Sie das Führerbremsventil auf Vollbremsung. Habe ich doch gemacht. Stellen Sie den Bremsschlüssel auf aus, wenn die Bremse auf oder unter 3,5 bar steht. Hä? Auf oder unter 3,5 bar. Ach so, jetzt habe ich es begriffen. Entfernen Sie den Richtungsschalter. Stellen Sie die Spitzensignale auf Zugleuchten, Schlussleuchten natürlich.
Setzen Sie den Richtungshebel wieder ein. Ach so, ach, guten Morgen, mein Gott, natürlich. Ja, habe ich doch, oder nicht? Ja, entriegeln Sie die Bremsen. So, sprechen Sie mit dem Stellwerk. Lösen Sie die Bremsen. Nein! Boah, ist das am Schitten und am Gewitter. Das wird bestimmt die 101, die 111 oder 10 da vorne sein, denke ich jetzt mal. Das ist eine 111. Ja, an der werden wir jetzt ankoppeln, weil eine andere steht hier gar nicht. Obwohl ich, guck mal, ich habe die angemacht, die Zugspitzensignale, und trotzdem sind die Leuchten die nicht. So. Was müssen wir jetzt machen? Wahrscheinlich wieder wechseln. Traunstein Süd. Müssen wir wieder den Führerstand wechseln, oder wie habe ich das jetzt? Ja, sicher müssen wir.
Das ist unser Zug, den haben wir. Ja, wir müssen zurück. Hier ist der Bahnhof. Ja, wir müssen. Jetzt zurück oder wie habe ich das? Mein Gott. Mein Gott. So, doch vorwärts fahren oder was ist jetzt überhaupt Sache? Blick nicht mehr durch hier, sorry, bin gerade ein bisschen. Müssen wir denn jetzt hin? Mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Müssen wieder zurück, weil da war ich ja schon mal. Aber wir haben eine Traktionssperre. Wie komme ich denn jetzt hier? Müssen wir es anders machen. Aber ich versuche es mal anders.
Mann, 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 ey. Ey, es ist doch jetzt behindert. Endlich! Ich hatte die Traktionssperre drin, da kam ich auch nicht weiter. So, sorry für die kleine Wartezeit hier, aber ich wusste jetzt gerade im Moment nicht, wie es weiterging. Kriegte die Traktionssperre nicht mehr raus. So. Traunstein Süd soll mal wieder anhalten. Ist wieder da vorne in der Markierung. So, Rest des Zuges. Wir werden abermals. Da müssen wir jetzt rückwärts fahren. Nützt ja nichts. Ja, müssen wir jetzt rückwärts fahren. Sammelschiene wieder aus. So.
Moment, 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 Moment. Stopp! Ach, jetzt dürfen wir, Gott. So, jetzt dürfen wir wieder an unseren Zug ankoppeln, den wir da hinten ja abgestellt haben. Unserer BR-111 im Schlepptau. Dürfte eigentlich genügen. So, sag was. Da wir nun eine Lokomotive zum Zug hinzugefügt haben, müssen wir die Zugdaten neu berechnen. Ich gebe Ihnen die neue Werte. Sehr gut. Dann lass mal hören. Stellen Sie die BRA auf 908-2512. Ey, das ist ein Stück meines Geburtsdatums mit drin. Aber so viel nur dazu. 0, was sagt er? 8. 8-2512. Die sollen wir wieder senden. Genau, damit sind wir wohl in den M-Modus gewechselt und unsere Höchstgeschwindigkeit beträgt jetzt 120 km/h. Das war doch vorher genauso. Naja, lassen wir das. So. Rosenheim Gleis 012. So, wir geben erstmal eine Höchstgeschwindigkeit hier von 45 vor. Haben wir doch jetzt, ne? 45, ja. Genau, das ist alles soweit. So, dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse. Ach, der Dings muss ja noch nach vorne. So, den machen wir jetzt auf 40. So, dann würde ich sagen, los geht's. Nächster Halt, Rosenheim. Was ein Szenario, alter Schwede. So, wir haben uns ja befreit, dann dürfen wir gleich auch schneller fahren.
Ach, die Zug-Sammelschiene, das ist boah. So. So, das hat ja dann doch noch einigermaßen geklappt. War zwischenzeitlich ein bisschen stressig, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt in welche Richtung ich musste. Das war mir eigentlich klar, weil wir konnten nicht mit der 111 vorwärts, weiter vorwärts. Das konnte ich mir nicht vorstellen. War mir eigentlich schon klar, dass wir zurück müssen, aber die Traktionssperre hat mich doch ein bisschen überfordert. Gebe ich offen zu. Aber wir haben es ja jetzt hinbekommen, fahren jetzt nach Rosenheim. Und ich denke, dass wir das dann da auch, also das Szenario da auch beenden. So, jetzt müssen wir zwischenzeitlich mal kurz 90 fahren, dann tun wir das. So, ich hatte jetzt gerade ein bisschen kleinen Nachrichtenaustausch mit einer sehr wichtigen Person, deswegen war ich ein wenig still, tut mir leid, aber ich bin jetzt wieder voll bei euch. Und das Wetter ist nach wie vor sehr regnerisch mit Gewitter und hast du nicht gesehen. Das wird sich wahrscheinlich jetzt auch nicht ändern im Laufe des Szenarios. Aber ja, das gehört nun mal dazu. Da muss man durch. Wir fahren weiterhin mit unserem PBZ auf dem Weg von oder bis nach Rosenheim. Hatten gerade in Traunstein ein kleines Rangiermanöver, wenn man das mal so nennen darf. Haben in unserem Zugverband jetzt noch eine defekte BR 111 aufgenommen.
Mussten dafür natürlich dann unsere Zugdaten ändern, wegen Zuglänge und hast du nicht gesehen. Höchstgeschwindigkeit nach wie vor 120. Es hieß vom Szenario her, wir sind jetzt in die Zugart M gewechselt. Dadurch haben wir eine neue Höchstgeschwindigkeit von 120, aber ehrlich gesagt, die hatten wir auch schon auf dem Weg nach Traunstein, diese Höchstgeschwindigkeit. Also von daher verstehe ich das nicht so ganz, aber okay, das ist nun mal so. Und haben jetzt, wie gesagt, in Traunstein unseren Zug erstmal abgekoppelt, sind dann in einem Wendemanöver an die BR111 rangefahren, haben angekoppelt, haben in einem weiteren Wendemanöver wiedergewendet und sind dann wieder an unseren PBZ rangefahren und fahren jetzt den gesamten Zug bis nach Rosenheim auf Gleis 012. Und wie gesagt, das ist jetzt so der Ablauf des ganzen Szenarios, was da heißt leere Rohre. Eins von drei mitgelieferten Szenarien mit dem neuen, mit dem Fahrzeug DLC BR111 Expert. Immerhin drei Stück. Beim Steuerwagen ist ja nur ein Szenario dabei. Landung, was ich bereits in einem Video euch präsentiert habe. Und dies ist das zweite Szenario von drei mitgelieferten für die Lokomotive BR101 Expert. Es ist relativ dunkel geworden schon. Also es ist jetzt richtig fieses Wetter hier. Nicht gerade die besten Bedingungen hier fürs Bahnfahren, aber da muss man immer durch. Das kann man sich nicht aussuchen, das Wetter. Man kann ja nicht immer nur alles stehen und liegen lassen, nur weil es regnet. Das funktioniert nicht. Sondern da muss man einfach mal durch dann. Ist bei meinen Touren, wenn ich unterwegs bin, beruflich auch so. Kann ich ja auch nicht einfach sagen, ne, heute nicht, es regnet. Fällt mein Chef, glaube ich, nicht so geil. So, ich hoffe, dass jetzt nicht mehr allzu viel dazwischen kommt. Wie gesagt, die Szenarien, alle drei liegen ungefähr so bei einer Stunde, Stunde 15. Also kürzer sind die auf keinen Fall. Also ihr müsst da schon echt Zeit einplanen, wenn ihr dieses Szenario oder eins von denen spielen wollt. Aber wie gesagt, das ist ja mittlerweile, glaube ich, normal, dass sie alle so lang sind. Ich glaube, dieses Szenario Landung war jetzt auch nicht viel kürzer. War, glaube ich, so 45 oder 50 Minuten oder sogar eine Stunde, ich weiß es gar nicht mehr. Wie gesagt, unsere Höchstgeschwindigkeit liegt zugartbedingt oder zugbedingt bei 120 km/h. Streckengeschwindigkeit ist selbstverständlich höher hier, aber wir haben uns an die vorgegebene an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit vom Fahrdienstleiter zu halten. Da ist uns die Streckengeschwindigkeit erst einmal piepfutz egal. Uns interessiert, was der Fahrdienstleiter uns vorgibt und der sagt 120 aufgrund des Zuges, den wir ziehen und ja, daran haben wir uns zu halten. So. Aber ich finde solche Szenarien, die wirklich, wirklich,
sehr stark an die Realität rankommen. Sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Als dieses stumpfe von A nach B fahren, also wirklich hier, wirklich, dass man auch koppeln muss, rangieren muss, die Zugdaten berechnen muss, eingeben muss, die Bremsprobe, Wendemanöver, all solche Dinge, also die gehören wirklich dazu und ich finde das schön, dass das wirklich damit versucht wird, so nah wie möglich ans Vorbild zu kommen, an die Realität ranzukommen und wie gesagt, das muss, ich finde, das gehört sich so und das muss dabei sein und ja. Und das macht das Spiel ja auch aus, dieses wirklich sehr stark ans Vorbild gemachte Spiel. Die Szenarien werden immer komplizierter, beziehungsweise immer kniffliger, immer umfangreicher. Die Fahrzeuge werden immer eher realistischer, jetzt mit dem Expert-Fahrzeug-DLC. Und wenn das Schule macht und jetzt wirklich nach und nach auch mehrere Fahrzeuge dementsprechend nachkommen, vielleicht auch neue Fahrzeug-DLCs von denen, die es schon gibt. Zum Beispiel ICE3, sage ich jetzt mal als Beispiel. Oder, also dann als Expert-Version selbstverständlich. Oder es gibt ein ganz neues Fahrzeug-DLC, was es überhaupt noch nicht vorhanden gibt. Zum Beispiel BR412, sprich ICE4 als Expert-Version. Sind alles so Dinge. Ich glaube, das würde richtig Spaß machen. Und ich glaube, das ist auch das, wonach die Community so ein bisschen dürstet, die Fahrzeuge so realistisch zu machen, wie sie halt im Vorbild sind. Und ich glaube, wenn das wirklich machbar ist von den Entwicklern her, muss ja nicht nur DTG sein, kann ja auch wie zum Beispiel jetzt hier für den IC1. TSG macht sehr gute Fahrzeug-DLC. Klar sind die am Anfang ein bisschen verbuggt. Aber ihr müsst doch immer mal so ein bisschen dahinter oder bedenken, dass das, glaube ich, echt eine Schweinemaloche ist. Sage ich jetzt mal so ganz platt auf Deutsch. Ich glaube, das ist wirklich sauschwer, das Ganze so realistisch zu entwickeln, dass das wirklich hinterher störungsfrei und fehlerfrei ins Spiel gebracht wird. Ich glaube, da können wir uns alle gar nicht so vorstellen, was da für eine Arbeit hintersteckt. Und deswegen, es werden Patches kommen, es werden Updates kommen und dann wird sich das Ganze beheben. Und ich finde, so viele Fehler sind da jetzt auch nicht vorhanden. Das ist aber, wie gesagt, nur meine Meinung und ja. Aber das wären so Dinge, so nach und nach die Fahrzeuge auf Expert-Niveau zu bringen. Zumindest die Fahrzeuge, die man jetzt am häufigsten spielt, sprich ICE 1, 2, 3, 4. Also der Zweier fehlt ja noch, der Vierer fehlt ja noch. Das wären jetzt so meine nächsten Dinge oder die nächsten Fahrzeuge, wo ich mir sagen würde, ja, da könnte ich mir das vorstellen mit der Expert-Vision. Vielleicht die 146, da muss sie aber vom Ton her noch ein ganz anders klingen. Was haben wir da noch? Die 1116 vielleicht. Die 218 wäre vielleicht auch wert, auf Expertenniveau zu bringen. Also das sind so die Dinge, wo ich sagen will, hey, mach das mal, wäre das möglich. Welche Fahrzeuge wünscht ihr euch denn jetzt so als nächstes auf Expert-Niveau? Bei welchen Fahrzeugen könnt ihr euch das vorstellen? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. So, nach wie vor 18 Kilometer bis Rosenheim. Es ist nach wie vor am Regnen, am Gewitter noch und nöcher. Wir sehen die Blitze am Himmel zucken. Das ist wie gesagt auch das Wettermod, was es von Money auf der Seite Chainsim Community runter
zu laden gibt. Und dann sieht das so aus, wie es hier aussieht mit dem Blitzen und dass man das Donnern und so weiter auch im Fahrzeug hört. Das war ja ohne das Mod, hört man das hier nur, wenn man draußen ist. Und mit dem Fahrzeug sage ich schon, Wettermod, hört man das halt auch im Fahrzeug. So, gleich haben wir mal eine kleine Geschwindigkeitsveränderung. Nach unten hin, logischerweise. Ach, guck mal, nur 111. Das zieht sich jetzt aber echt wie Kaugummi, die Strecke. Meine Güte. Ach, guck mal, ein Güterzug muss warten, weil er eh da hinten am Bahnsteig steht. Ja. Also das letzte Stück hier zieht sich wirklich wie Kaugummi. Also Wahnsinn. Ich habe echt das Gefühl, wir kommen gar nicht an. Boah, seht euch das an. Alter Schwede, haben wir noch ein Stück zu fahren. Ja, diesmal RE am roten Signal. Na, immerhin, den Bogen haben wir schon mal geschafft. Haben jetzt noch zwei Bögen ungefähr, etwas größere, und dann fahren wir eigentlich ziemlich gerade. Deswegen werden die 17 Kilometer auch nicht weniger, weil wir hier so einen Bogen fahren. So. So, jetzt schrumpft die Kilometer endlich mal ein bisschen, 15 nur noch. Und ihr seht, das ist halt, ne, deswegen dauern die Szenarien so lange, weil halt diese Strecke ja auch so angelegt ist, dass man wirklich viele, viele, ja, Bögen fährt, viele Kurven fährt, wo halt das letzte Stück sich so ein bisschen zieht. Und deswegen dauern die Szenarien auch so lange. Wir haben jetzt schon eine Stunde 10 auf der Uhr.
Aber wir haben es gleich. So, ich denke, wenn wir die Kurve dann hinter uns haben, dann geht es ziemlich gerade weiter, bis auf ein paar kleine Kurven, die da noch drin verbaut sind. Aber die größten Bögen haben wir dann hinter uns. Mittlerweile 110. So, jetzt fahren wir ziemlich gerade drauf zu. Bis zum Schluss da hinten haben wir noch einen kleinen Knick. Mal seht hier. Aber dann, also es wird jetzt erstmal ziemlich gerade bis hierhin und dann haben wir es fast geschafft. Aber ich glaube, das ist auch für den Triebfahrzeugführer schwer, da nicht einzuschlafen. So monoton, das ist schon echt, das ist ja beim Kraftfahrer schon schwer, beim LKW-Fahrer, da nicht einzuschlafen. Aber ich glaube, für den TF ist das wirklich sehr schwer, weil der braucht ja fast nichts machen. Der braucht ja nur die Siefer drücken. Das ist, glaube ich, wirklich nicht einfach. Bei so einem Wetter, so dunkel. Das ist echt schwer, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, das ist ja auch nicht eben, du kannst ja nicht mal eben rechts ranfahren zum Pause machen. Das ist ja das Nächste, was dazu kommt. Also da brauchst du schon echt Nerven, da musst du echt wach sein. Die Blitze zucken nach wie vor hier. Alter Schwede. Aber so langsam aber sicher kommen wir dem Ende nahe oder näher. Gott sei Dank. Es ist ein langes Szenario, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ihr seht, 1 Stunde 15 habe ich bereits auf Uhr.
Und ich kann absolut verstehen, wenn euch das zu lang ist. Kann ich total verstehen, nur ich wollte es euch halt einfach mal zeigen. Eins von den Szenarien zumindest. Und die sind nun mal halt alle so lang. Ich kann es nicht ändern. Klar, ich hätte das Video splitten können, aber ist auch blöd, immer so zwei Teile, finde ich. Weiß ich nicht. So, ist gleich 80. Dann sind wir eh fast da. Kommt der ganze Quittiervorgang und so weiter alles. Da sind wir so da. Also, das ist jetzt wirklich ein Katzensprung nur noch. Boah, alter Schwede, die Schlange überall eingeblitze. Wahnsinn. Da ist 80, weil gleich der Bogen kommt, der große. Deswegen die 80. Warum? Warum jetzt genau eine zweite Zwangsbremse? Kann mir das mal jemand sagen? Ja, ist gut jetzt. Ach, ich glaube, ich weiß warum. Weil wahrscheinlich wegen der Zugart, PCB-Art, Zugart, weil wir in M waren, hätte ich vielleicht 70, unter 75 sein müssen. Kann das wahrscheinlich daran liegen, weil ich war unter 85, das war wahrscheinlich zu schnell, gehe ich jetzt mal von aus. Weil das andere kann ich mir nicht vorstellen, warum wir jetzt den Zwang hatten. Ach, egal. Wir haben uns auf jeden Fall befreit. Dann dürfen wir jetzt fröhlich bis 80 beschleunigen. Jetzt sind wir alle wieder wach. Das ist auch mal schön. Jetzt schauen wir mal. Hier müssen wir noch nicht quittieren. So, auf 100 brauchen wir jetzt nicht mehr beschleunigen. Ich glaube, das entbehrt jeder Logik.
Ja, siehste, verlangsamen Sie auf 70, das ist das gewesen. Weil wir eine andere Zugart haben, ja. Und ich war nämlich, ich habe mir gemeint, unter 85 war natürlich bei 80 und war dann natürlich zu schnell, logisch. Deswegen die 20. Jetzt macht Sinn, ja. Alles klar, war mein Fehler. Falsch gelesen. Oder gar nicht gelesen. Ich war der Meinung unter 85. Ich hatte Zugart O im Kopf und das war natürlich verkehrt, wie man da jetzt sieht. Ja, klar, kann man verstehen. Ist alles genehmigt. So, dann haben wir gleich ein halbzeigendes Signal. Das bedeutet natürlich unter 45. Das machen wir jetzt schon mal. Willst du auch ein gelbes Vorsignal haben, an dem wir nicht quittieren müssen? Wahrscheinlich, weil wir unter 45 sind. Ich sehe gar nichts. Ist das am Schiffen, Alter? Bremst doch, Mann! Wäre es jetzt gewesen, dass wir noch über das rote Signal zum guten Schluss rauschen, alles umsonst gemacht. So, wir haben trotz diverser Fehler Diamant erhalten, das ist doch auch mal was. Benötigte Zeit 1 Stunde 21, 21, das kriegt auch nicht jeder hin. Oh, wir hatten einen harten Aufprall. Sind wir doch zu hart an die 111 gedonnert. 250 Punkte Abzug. Ey. Geschwindigkeitsüberschreitung minimal, 32,5 Punkte Abzug. Korrekt aufgerüstet. Sicherheitssysteme verwendet. Ihr seht mal, was das ausmacht. Hab Punkte 6210 von 16.000. Also das macht schon eine Menge aus mit Zugsicherungssysteme zu fahren. Gefahrene Distanz 7280 Punkte. Ja. Ziel abgeschlossen 1500. Also das macht schon echt eine Menge aus, wenn man mit Sicherheitssysteme fährt. Das muss man auf jeden Fall sagen. So, dann würde ich sagen, was das erstmal. Ich zeige euch noch kurz die Szenarien, die es da gibt. Das nennt sich, wie gesagt, leere Rohre. Und das kennen wir ja schon mit dem Steuerwagen, das habe ich euch ja schon gezeigt. Schauen wir mal kurz die anderen noch. So. Nee. Zurück, Zughalle. Nein. Zughalle, Szenarien, Expert. So, da gibt es wie gesagt noch das Szenario verschwitzte Hände. Das zweite Szenario, leere Rohre, haben wir gerade abgeschlossen. Und dann gibt es noch das Szenario mit dem Führerstand zurück. Dieses dreht sich hier. Bewältigen Sie die Probleme einer Hitzewelle? Komischerweise ist das Bild im Schnee aufgenommen. Aber egal, lassen wir das.
Lassen wir das einfach so stehen. Und hier mit dem Führerstand zurück nehmen Sie den Zug von einem Rangierbahnhof nach Salzburg und ändern Sie die Richtung. Also ich würde mal sagen, wir fahren dann mit dem Steuerwagen halt zum Bahnhof von Rosenheim und fahren dann in der Lok bis nach Salzburg. Also beziehungsweise wir fahren im Steuerwagen vom Rangierbahnhof nach Salzburg zum Hauptbahnhof und fahren dann in der Lok nach Rosenheim. Ich denke mal, dass es so ablaufen wird. Das sind auch noch ziemlich interessante Szenarien. Wir haben das hier das schwerste Mal abgeschlossen. Und ihr seht ja die Zeiten hier. 1 Stunde 15 beide jeweils noch. Also das ist schon echt Zeit, was da drauf geht. Aber das sind bestimmt interessante Szenarien. Bei Zeiten werden wir die auch noch uns zu Gemüte führen. Ich danke erstmal fürs Zusehen, fürs Dabeisein, auch wenn es lange gedauert hat, wenn es vielleicht hier und da auch mal geklemmt hat. Und ich danke trotzdem fürs Zusehen, fürs euch ansehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt eine schöne Woche. Euer Danny spielt das. Morgen gibt es kein Video von mir, weil ich morgen an der Nordsee bin. Das nur mal so am Rande. Nur falls ihr euch wundert. Wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Danny spielt das. Haut rein. Bye. Bye.